Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Uzis und Windeln Box von Dick und Doof. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Uzis und Windeln von Dick und Doof, das Ganze am 25. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, die beiden Herrschaften sind wieder vereint, Dick und Doof. Die letzten Jahre eher so solo unterwegs, beziehungsweise als Teil der Gruppe Zombies. Aber jetzt eben wieder Reunion und ein gemeinsames Album mit dem Titel Uzis und Windeln. Die Box kommt hier in schwarz und ist hier in so einem Comic-Stil. Ja, sieht so aus wie so die ersten digitalen Animationen oder Grafiken gehalten. So, oben lesen wir einmal Psycho Music, das ist das Label. Dann haben wir hier so zwei Baby-Gesichter mit Kappen und hier schwirren auch schon die diversen Symbole um sie herum, also Pillen, Tabletten, natürlich Uzis, also so kleine Maschinenpistolen, Windeln und das sieht irgendwie so aus nach Codein oder irgendwelchem Sirup-Hustensaft-Gemisch. Dann DD, Dick und Doof, ein Messer und Uzis und Windeln. Dann haben wir noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch, einen Aufkleber mit M, denn diese Box gab es in unterschiedlichen Größen. Ich habe meinen M gewählt, Uzis und Windeln, Uzis und Windeln, Uzis und Windeln. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, glatt schwarz. Dann haben wir unten noch den Barcode, dann hier noch Teile der Credits, also Bits, Beats, Mix und Master, Chico, Artwork, okay. Psycho Music und dann noch einen Aufkleber. Was lesen wir hier? Pferdesalbe, Sucuk, Schorle, Windel mit Kaka, Schulden. Ja, alles klar. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Die Box ist tatsächlich sehr limitiert, denn sie gibt es nur 150 Mal. Also 150 Stück wurden hier produziert. Das ist die Box von innen. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier als erstes einmal das Album an sich. Dann haben wir hier Sticker. Wie viele sind es? Ich glaube 5. 1, 2, 3, 4. Jawohl, 5 Stück. Autogrammkarten von beiden Interpreten. Einmal, zweimal und ein Shirt. Ja, das Shirt, dem ist natürlich auch die Größenauswahl geschuldet. Also das M bezieht sich hier auf das Shirt. So, die Box packen wir zur Seite, alles andere ebenfalls, denn wir starten natürlich wie immer mit dem Album an sich und werden das mal aus der Folie holen. So, einmal hier, nein, wo ist die Lasche am besten? Ja, wahrscheinlich hier, aufschneiden und dann schauen wir uns das mal an. So. Das ist das Album, das Cover, etwas abgewandelt, also wir haben hier nicht das Boxcover, sondern wir haben hier die beiden Interpreten, so wie sie in echt aussehen. Da sind die Herrschaften hier Dick und Doof, also Chico und MXP. Sie präsentieren uns hier zwei Uzis und eine, ja, sieht so aus wie eine Windel mit einigem Inhalt. Psycho Music, das ist das Label, dann hier nochmal dieser grüne Kreis mit den ganzen Infos. Was lesen wir hier? D&D, Uzis und Windeln, Deutschrap, den keiner mag. Uzis und Windeln hier auch auf der Seite. Das Ganze kommt in einem regulären Toolcase. Uzis und Windeln, beziehungsweise hier sogar mit Z, also Uzis. So, und hier dann wieder mit S. Dann wieder die beiden Babys hier, in diesem Fall sogar nackt. Der eine sitzt wahrscheinlich gerade am Topf, so wie das aussieht. Und dann haben wir hier die Tracklist. Okay, wir haben hier gar nicht so leicht, das Ganze durchzuzählen. Ja, sind einige Tracks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 Tracks, würde ich jetzt mal vermuten. Und wir haben hier jede Menge Features mit dabei. Unter anderem sind hier mit dabei der Zirkel oder auch Bastard, Camo Caputo und Crystalf und Shoki. Ja, wie ihr sehen könnt, jede Menge Features. Hier nochmal Infos zum Album und dann schauen wir ins Innenleben. Hier innen, wie zu erwarten, in grün und schwarz. Schauen wir uns mal das Booklet an. So, Fotos,
Bam, 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 bam. Ja, hier wird an dem Inhalt der vollgekackten Windel geleckt. Okay. So, hier gibt's auch einiges. Sogar ein Gengar hat es hier in das Booklet geschafft. Wunderbar. Also Pokémon mit am Start. Und hier wird Essen aus Windeln genossen. Dann wird hier etwas eingeflüstert. Ding Dong. Und nochmal die Waffe präsentiert. Gut, das ist dann noch hier die letzte Seite mit den Credits. Dann packen wir das Booklet wieder zurück und kommen zur CD. So sieht die aus in grün und schwarz. Hier lesen wir auch wieder D&D Deutschrap, den keiner mag. Das letzte Album war meines Wissens Hirnschaden und Kanone. Ist schon einige Jahre her. Ich glaube mittlerweile 6 Jahre. So, als nächstes haben wir Autogrammkarten. Und zwar 2 Stück, nachdem es ja 2 Rapper sind. Einmal hier dick, einmal doof. Hier oben rechts lesen wir dann wieder Psycho Musik. Und spannenderweise hat Doof hier tatsächlich einen Samra-Hoodie an. Also aus der EGJ-Zeit hier. Samra Katalea steht auf diesem Hoodie. Und auf der Rückseite gibt es wieder die beiden Fotos, die wir aus dem Booklet bereits kennen. Einmal hier das Baby und einmal hier die Windel. Okay. Dann kommen wir zu den Stickern. Wir haben 5 Stück an der Zahl. 5. 4 davon in quadratischer Form. Der ist besonders spannend, denn der wurde hier mit Hand zurechtgeschnitten. Ich glaube, das habe ich auch im Video gesehen, wie man die hier in Eigenregie befüllt hat, die Boxen, und auch hier diese Sticker zugeschnitten hat. Das ist auf jeden Fall Maßarbeit. So, auch hier wieder dieser kreisförmige D&D Deutschrap, den keiner mag, Sticker. Okay. Dann die 4, die wir hier noch haben, allesamt quadratisch. Einmal hier Sei ein Mann. Dann einmal das Cover der Box. Dann einmal die Wurst hier, Bleib gesund. Und dann gibt es noch die 2 Pferde mit Bleib stark. Ja, also sehr motivierende Sticker, die man sich wunderbar an den Kühlschrank oder an den Spiegel machen kann, um durch den harten Alltag zu kommen. Und als letzten Boxinhalt haben wir mit dabei ein Shirt mit dem wunderbaren Design der Box. Also hier wieder die beiden Babyfressen und dann darunter der Albumtitel. Auf der Rückseite nichts weiter, also das Shirt ist, Moment, in schwarz. Und wir haben es zu tun mit einem Souls Imperial in der Größe M. Wie gesagt, Größe frei wählbar. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Wie gesagt, Größe frei wählbar. Dann haben wir die Sticker, 5 Stück an der Zahl, 4 quadratisch und einer kreisförmig, den kann man dann hier so rauslösen. Dann natürlich die beiden Autogrammkarten, einmal von Dick bzw. Chico und einmal von Doof MXP. Und natürlich das Album an sich, Uzis und Windeln im regulären Toolcase. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Uzis und Windeln von Dick und Doof. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Dick und Doof unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.